Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Subnautica. Ja, unsere tolle Basis ist auseinandergeflogen, weil ich einfach mal die Statik nicht beachtet hatte. Das kennt ihr ja schon aus einem anderen Video von mir. Und jetzt sind wir gerade wieder auf dem Weg nach Hause hier. Wo wir ursprünglich mal hier so ein bisschen rumgeplant hatten. Denn, ja, unser Schweißgerät ist auseinandergefallen. Ist alles kaputt jetzt, ne? Echt ein Problem. Unser Energieversorgung, meine ich damit, ist auseinandergefallen. So, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wie kriegen wir so ein Schweißteil gebaut. Wir müssen das bauen, das nützt ja nichts. So, Ausrüstung, Strahlenschutz, ja. Reparaturwerkzeug, Magnesium, Kracherpulver und Titan. Na, das wird ja was werden. Wo wir hier schon fast alles aufgebraucht haben. Was ist denn Kracher? Magnesium, Kracherpulver? Eieieiei. Unsere schöne Basis, die müssen wir doch irgendwie retten können. Komm mal her. Unser schönes Home Sweet Home ist gar nicht Home Sweet Home. Das ist nämlich ganz schön kaputt. Mann. Ja, aber sowas warnt einen das Spiel natürlich nicht. Ist ja auch eigentlich richtig so. Was für ein Ding ist detected? Die redet irgendwie undeutlich, die Frau. So, wir haben auf jeden Fall noch jede Menge Titan. Ein Schweber. Ein Fire Extinguisher. Eine Leuchtfackel. Kreaturenei, Quarz. Ja. Titan, Titanfaser, Silikonglas, Schmierstoff, Magnesium. Salzvorkommen. Okay. Salzvorkommen machen wir Magnesium. Und was war es noch, was wir brauchen? Kracherpulver. Gut. Salz und Kracherpulver. Was auch immer Kracherpulver. Ich glaube, das waren diese Explosionsdinger, die hier schon mal hier in so Höhlen waren, oder? Kann das sein? Also diese Torpedoteile, wisst ihr? Wo wir irgendwie hier rumgeschwommen sind und dann irgendwie so... Und wir hatten die Angst, dass die uns abschießen oder so. Die haben uns ja auch schon mal angegriffen. Da scheint also was dran zu sein in irgendeiner Form. Och Mensch, ist das ärgerlich. Na gut, es wäre ja langweilig, wenn das Spiel vollkommen 100% alles von vornherein klar wäre. Dann bräuchten wir es ja nicht zu spielen, ne? Tja, und mal findet man die Höhlen, wenn man sie halt nicht sucht, und dann findet man sie nicht, wenn man sie braucht. Sieht alles sehr violett aus, wenn ihr mich fragt. Hm. Teilweise noch recht komische Grafiksachen hier. Und was viel schlimmer ist, kein Salz. Doch, da vorne ist ein bisschen. Das war Quarz. Na, jetzt, wo wir es nicht brauchen, finden wir es. Irgendwas ist ja immer. So, hier sind noch Fragmente. Was haben wir denn da? Segelleiter. Solarmodul. Hm. Irgendwie scheint es auch so zu sein, dass die Sachen wieder auftauchen hier, habe ich den Eindruck. Weil ich könnte mal fast schwören, dass wir zu Anfang, als wir angefangen haben es zu spielen, das alles schon mal irgendwie verwendet haben oder
abgebaut haben. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn das so nach einer gewissen Zeit die Sachen wieder kämen. Man weiß es nicht. Wir müssen uns mal eben was zu essen machen. Ja, Salz. Scheint ein bisschen Mangelware zu sein hier. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir diese Kracher herkriegen. Wie gesagt, ich meine, die wären hier in so eine Tunneln drin gewesen. Das waren diese Teile, die dann hochgehen, meine ich. Aber wie kommt man an deren Pulver dran? Das weiß ich natürlich auch nicht. Och Mensch, wir hatten so schön die Basis jetzt, weißt du, und dann sowas halt. Mit der Scheiße. Und zu essen brauchen wir auch mal wieder. Da, die Dinger, genau. Komma, gefährlich. Wie soll man dir denn Herr werden? Und vor allem, wo kriege ich das Pulver her? Das ist eigentlich das Interessante an der ganzen Geschichte. So, die gehen auf. Und da kommt irgendwann so ein Viech raus. Und hier? Okay, man kann die auch abschießen. Nein! Ich glaube, so kommt man an Kracherpulver dran. Nicht aufhängen, Spiel. So, jetzt weiß ich nicht, ob die Aufnahme unterbrochen war. Was ist das? Interessant. Also, das, jetzt haben wir auf jeden Fall das Kracherpulver, dann können wir die ganzen Klamotten bauen, die wir bauen wollten, beziehungsweise das bauen, was wir bauen wollten. Ich glaube, diese Viecher sind echt friedlich. So. Haben wir denn genug Salz? Das wäre jetzt die nächste Frage. Magnesium! Glas? Nein. 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 Dum dum. Titan, das wird jetzt nicht so das Problem sein. Aber Magnesium brauchen wir noch ein Salz. Salz, Salz, Salz. Sonst haben wir so viel Salz immer gesehen unterwegs, ne? Wenn man es nicht braucht. Aber es heißt ja immer, spare in der Not, dann hast du in der guten Zeit. Nee, andersrum, ne? Sprache im Reichtum, dann hast du in der Not. Nee, wie heißt denn der Spruch richtig? Olaf, dein Einsatz. Mr. Autokorrektur. So, da. Ha! Endlich! Jetzt brauchen wir gleich zwei Magnesium, ne? Dann breche ich ab. Irgendwann müssen wir auch nochmal da hinten dieses Teil erkunden gehen, also das Schiff, von dem wir abgestürzt sind. Im Moment habe ich da noch nicht so den Bedarf, weil ich die Angst verspüre, dass da irgendwie, wie soll ich das sagen, dass da irgendwas ist, sag ich es einfach mal so, wie ich es denke. Dass sich da irgendwas rumtreibt oder so, oder dass wir da, weiß ich nicht, dass wir hinfliegen, es fliegt also die Luft. Das wäre auch nicht gerade neu. Wenn ich irgendwas mache, dann
Geht das ja meistens immer schief. Also wir das Gerät nicht ganz aufbrauchen, sonst haben wir gleich gar nichts mehr. So, da bin ich ja mal gespannt. Erstmal machen wir mal lecker essen. Dann machen wir Magnesium. Titan brauchen wir, glaube ich, nicht irgendwie. Titan brauchen wir, glaube ich, nicht irgendwie. Doch. So, und schon haben wir ein Schweißgerät. Das auch mit anfängt hier mit, ich hätte gerne eine Batterie. Ja. Okay. Das ist neu. Das ist auch irgendwie cool, finde ich. So, damit können wir jetzt vielleicht unsere Basis reparieren. Probieren wir es mal. Ja, das war ja echt ein Griff ins Klo sozusagen. Oh, meine Nahrung. Oh, wei, wei, wei. Jetzt müssen wir es aber hinkriegen, sonst haben wir ein Problem. So, dann stand da eben, bla bla bla, 2 Kilometer Entfernung, ne? Wenn, wie soll man denn jetzt bitte schon wissen, was hier 2 Kilometer sind? Habt ihr da eine Idee? Kann man das irgendwo sehen? Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich das sehen könnte. Oh, die arme Basis. Ja, hatte schon bessere Zeiten. Wie mache ich das jetzt? Ja, du bist lustig. Aha, das funktioniert schon mal. Sehr schön. Müssen wir eben raus hier. Das Problem ist jetzt, wenn wir das wirklich nicht rechtzeitig schaffen sollten, dann war es das mit uns, ne? Dann sind wir zu weit weg wahrscheinlich, dass wir noch schnell Nahrung zusammenbrutzeln können. Jetzt muss ich wahrscheinlich alle Löcher finden hier. Oh nee. Ja, auch irgendwie cool, dass man auf sowas dann achten muss, ne? Cooler wäre es gewesen, ich hätte das vorher gewusst. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Das ist gut. Draining systems wäre so ungefähr das, was ich mir jetzt gewünscht hätte. Aha! Da ist unser kleiner Monsterfisch. Portion. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Ich glaube aber nicht, dass ich dem begegnen will, dem Fisch, ehrlich gesagt. So, und hier ist jetzt halt eine Wasserflasche entstanden. Da. So, nicht, dass dieser eine Fisch jetzt die anderen Fische auffrisst. Außerdem ist mein Inventar voll, wo wir gerade mal drüber sprechen. Boah, ey, da haben wir ja mal Glück gehabt, oder? So, Quarz, Quarz, Quarz. Faser, Faser, Kracherpulver, Kracherpulver. Fasern. Oh, ich habe noch einen Boomerang, den ich hätte essen können. Vital signs stabilizing. So, jetzt möchte ich gerne diesen Ekelfisch da rauskriegen, weil ich glaube, der gehört da nicht wirklich rein.
Ein Sandhai. Ja, und das andere Problem ist, wir müssen dann unsere Energieversorgung wieder in den Griff bekommen. Hm. Was macht denn dieser Sandhai? Ich glaube, das weiß keiner so genau. Ja, finden wir raus, möglicherweise in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Garderol spielt mit euch Subnautica. Dann müssen wir mal sehen, dass wir hier diese Basis wieder verstärkt bekommen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die Ranken dann hier anbauen. Das sieht alles nun irgendwie trotzdem noch nicht ganz richtig aus. Aber wir haben auch ein Energieproblem. Dass wir diese Basis besser hinbekommen und das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.